Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es mal wieder weiter mit unserem Technikon und wir machen S wie Schalldämpfer. Eigentlich witzige Idee. Ich weiß gar nicht, wie ich drauf gekommen bin, aber bis dahin werdet ihr schon gesehen haben. Wir haben für den Oma Golf die Auspuffanlage ein bisschen leiser gemacht. Deswegen sind wir auch hier bei Benny BK Performance. Der baut nämlich Schalldämpfer selber. So, und das heißt, wir zeigen euch heute eigentlich mal den Aufbau von einem Schalldämpfer und wie ihr die selber baut. An sich eigentlich kein Hexenwerk? Nee. Aber früher hat man da so gar nicht drüber nachgedacht, Schalldämpfer selber zu bauen, ne? Da war es wirklich so einfach bestellen, drunter klatschen, genau. Fertig, ne? Aber das war halt immer nur ein Kompromiss, ne? Weil das, was kommt, du hast irgendwelche Maße, wo dich dran nachrichten musstest, ja, das war halt nur so semi-geil, ne? So, wir fangen einfach mal an. S wie Schalldämpfer, wie der Name schon sagt, Schalldämpfer. Das heißt, dieses Teil hat eigentlich die Aufgabe, unter dem Auto das Auto eigentlich leiser zu machen, den Schall zu dämpfen. Jetzt ist es natürlich auch leider auch noch dazu so, dass es natürlich auch ein bisschen Klangcharakteristik gibt. Auf jeden Fall. Was für Möglichkeiten gibt es da, erstmal vorab zu erklären, was für Schalldämpfer? Wir müssen auf jeden Fall erstmal unterscheiden, was für einen Einsatzzweck hat diese Abgasanlage. Sprich, ist es ein Turbo, ist es ein Saugmotor? Welche Leistung soll da durchgehen maximal? Da hat man dann einfach jetzt mittlerweile über die Jahre schon ein bisschen Erfahrung. Dass man sagt, zum Beispiel eine 76er Anlage fährst du zum Beispiel bis 600 PS. Das geht bequem da durch mit einem passenden Cut und. Das ist einfach Erfahrung, die man erstmal schon mal grundsätzlich hat. Das heißt, wenn man einen Kunden berät, weiß man schon, der und der Rohrdurchmesser ist erforderlich für eine rückstaufreie Abgasanlage. Und natürlich der Dämpferaufbau. Der ist super wichtig. Wir unterscheiden zwischen einem Reflexionsdämpfer und einem Absorptionsdämpfer. Da würde ich jetzt einfach vorschlagen, wir zeigen das am besten wirklich mal an so einer Hülle. Oder vielleicht willst du den hier einfach mal schon mal ins Bild halten. Das heißt so, dieser typische Schalldämpfer, wie jeder kennt, ist ein? Das ist ja eigentlich, so kennen wir ihn aus der Turboszene in dem Fall. Das ist ein Absorptionsschalldämpfer. In dem Fall möglichst wenig Rückstau, weil das Abgas schiebt sich hier relativ einfach durch und wird einfach nur durch diese kleinen Löcher, wo sich der Schall drinne bricht, runtergedämmt. So ist im Prinzip die Funktionsweise. Das heißt, man geht eigentlich gar nicht auf den eigentlichen Schall ein, also man unterbricht ihn nicht, sondern nur wirklich an der Wand mit den Löchern bricht es und wird dahinter passend mit der Wolle, da kommen wir später drauf, einfach gedämmt. Genau, richtig. Genau, hat natürlich einen Vorteil. Wie wir hier im Prinzip sehen, es geht halt einfach durch. Das heißt, maximaler Durchfluss, das heißt, so ein Schalldämpfer klaut definitiv keine Leistung. Ob mit oder ohne, macht keinen Unterschied. Mich erinnert so ein Schalldämpfer auch definitiv immer an den Schalldämpfer, den du auf Pistolen vorne drauf drehst, wo du jetzt ja nicht was anderes machen kannst, sonst würde die Kugel da ja genauso durchfliegen. Und da ist es ja auch tatsächlich, ich drehe nur das Ding vorne auf die Knarre drauf und schon ist das Ding flüsterleise so ungefähr. Ne? Ja. Da sieht man mal, wenn man das Ganze passend anordnet, wie viel Effekt dann doch dahinter steckt. Ne? Genau, das ist dann auch noch ein Unterschied, wie ich zum Beispiel auch die Lochgestaltung da drin mache. Also da hat man dann auch schon ein bisschen rumgetestet, ein bisschen größere Löcher, ein bisschen kleinere Löcher. Dann, wie soll die Auspuffanlage klingen? Man kann halt schon sagen, wenn man braucht ein gewisses Volumen, um das Ganze runterzudämmen. Das heißt, du musst in dem Falle schon einen gewissen Körper zur Verfügung stellen, damit man diesen Schall bricht, dass er aufgefangen wird. Okay, das heißt, in Summe geht es einfach dabei darum, das Ganze leiser zu machen. Ja. Jetzt gibt es noch eine andere Variante vom Schalldämpfer, die wir nicht so gerne verbauen, die aber besser funktioniert. Ja, genau. Die kann man aber zum Beispiel anwenden, wenn man im gewissen Einsatzzweck Saugmotoren nimmt als Beispiel oder Klappenabgasanlagen, wo man sagt, man macht die Klappe auf und es geht eh nur den Rohrweg. Und wenn wir mit Klappe zufahren, maximale Schalldämmung haben wollen und aber in dem Falle ja eh nicht maximale Leistung nutzen, weil ich sag mal, wir rollen mit 120 auf der Autobahn, wollen maximal leise fahren, dann probieren wir den Weg so kompliziert wie möglich zu gestalten. In dem Fall ist es einfach so, dass es auch maximal leise macht. Das ist deine Reflexionsdämpfer. Richtig. Genau. Das heißt, das Rohr... Auch Kammerdämpfer? Kammerdämpfer, genau. So sind auch eigentlich 99% der Originalauspuffanlagen gebaut. Das heißt, das Rohr geht in so einen Topf rein und es ist dann nicht einfach so, dass es auf der anderen Seite wieder rausgeht, sondern zum Beispiel Blech Nummer 1, Blech Nummer 2, Blech Nummer 3. Genau. Dieser Bereich ist dann aber komplett frei von Wolle. Der ist nicht gedämmt. Also da geht es wirklich nur um Brechung des Schalls. Genau. Dementsprechend auch logischerweise wird die Strömungsgeschwindigkeit auch langsamer, weil es ja volles Ballett gegen die Wand läuft. Auf jeden Fall. Und so wird das Ganze leiser.
Genau. Ist aber bei einem Originalauspuff dann auch immer eine Kombination aus beiden? Also ist ein Teil mit Wolle und ein Teil mit Kammer? Ja, oder meistens. Sind das nur komplett Kammerdämpfer? Ganz unterschiedlich. Also wirklich, wir haben so viele Schalldämpferanlagen mittlerweile aufgemacht von unterschiedlichen Herstellern. Man findet so und so. Gibt es auch komplett mit Kammer, nur Kammer? Gibt's auch. Kann man sich so technisch gesehen irgendwie gar nicht vorstellen, ne? Dass die Abgase hier reingehen und nur weil hier zwei, drei Wände sind und das Ganze nochmal um die Ecke hinten wieder raus muss, dass es dadurch bumm gleich leise ist. Ja, ne? Deutlich leiser. Krass. Okay, die beiden Varianten haben wir. Kammerdämpfer für uns nicht interessant, weil natürlich durch dieses Gegenprall gegen die Wand natürlich ein Gegendruck entsteht. Mhm. Und für die Leute, die durch so ein Rohr halt hier 1000 PS durchblasen wollen, da wäre es halt blöd, wenn hier auf einmal irgendwas steht. Genau. So, das heißt, ihr baut man kann dieses Wort immer ganz schwer aussprechen, Absorptionsschalldämpfer. Mhm. Oder Absorber, ganz kurz. Absorber, genau. Ja. Hat das übrigens mit einem letzten Punkt mit dem Reflexionsdämpfer, ist ähnliches Beispiel, typisch Motorrad mit den DB-Ethern hinten drin. Ja. Wo man einfach nur hinten in das Endrohr einen Konus mit einem kleinen Rohr steckt. Das heißt, die ganzen Abgase außen prallen gegen die Wand, müssen erstmal wieder zurück, um dann in der Mitte durchzugehen. Mhm. Das macht halt auch immer schon, was sind das beim Motorrad, 15 Dezibel aus? Ja, überleg mal, 15 Dezibel ist halt echt fürs Gehör viel, ne? Und ja, so seid ihr irgendwann dann drauf gekommen, Töpfe auch selber zu bauen. Genau, einfach weil wir für so viele unterschiedliche Fahrzeuge, sei es zum Beispiel, es kommt ein Oldtimer. Hm. Der Oldtimer-Markt ist riesig. Einmal kommt irgendwas aus der amerikanischen Schiene, dann hast du einen alten Mercedes. Ja, und dann warst du einfach mit diesen Unischalldämpfern, nicht flexibel genug, um das sauber und das Auto zu kriegen. Um die, ich sag mal, Lücken, die unterm Auto sind, die für einen Schalldämpfer gedacht sind, um die sauber auszunutzen. Maximal auszunutzen. Genau. Und das heißt, jeder, der einen Schalldämpfer auf Maß braucht, egal für welche Anwendung, kann ihn bei euch bestellen. Richtig. Also einfach anrufen, E-Mail schreiben, wenn ihr einen Schalldämpfer im Maß XYZ braucht. So, wie ist das Ganze aufgebaut? Eigentlich ganz einfach, ne? Es ist wirklich einfacher eigentlich, wie die meisten sich das eigentlich vorstellen. Wir haben einmal erstmal eine Grundhülle. Dementsprechend sind das spezielle Abwicklungen. Die haben wir eigentlich schon da. Wir schneiden die eigentlich nur nach Maß. Das heißt, auf Länge? Genau. Die Länge, genau. Auf Länge. Wir haben immer Deckbleche. In dem Falle, wenn wir von einem Absorber sprechen, sind es eigentlich nur zwei Deckbleche. Mhm. Das ist im Prinzip einmal dieser Deckel, genauso nochmal auf der anderen Seite. Mhm. Und wir haben einmal Bestandteil das Siebrohr, also hier. Mhm. Das geht dann weiter und wird umwickelt mit einer speziellen Stahlwolle. Mhm. Diese Stahlwolle hat eigentlich nur einen einzigen Zweck. Hier drum kommt eigentlich der eigentliche Dämmstoff. Mhm. Dieser Dämmstoff kann aber nicht so viel Temperatur dauerbelastend ab. Mhm. Und dieses Material soll eigentlich erstmal den größten Teil der Wärme aufnehmen, lässt natürlich noch ein Restteil durch und das geht dann in den eigentlichen Dämmstoff. Mhm. Mhm. Also das ist eigentlich nur für die extreme Hitze. Also wirklich als Schutzschicht erstmal für die eigentliche Wolle. Ne? Richtig. Genau. Okay, das heißt, eigentlich ist es wirklich nur Kammer. Die Kammer muss man natürlich vorher bestimmen, wie groß sie sein kann. Genau. Die wird dann bei euch auf Länge gekürzt. Richtig. Dann kommt das Deckblech dran. Genau. Da kommt dann das Rohr durch. Genau. Und dann kommt oben nochmal wieder ein Deckel drauf. Genau. Jetzt in dem Falle, dieser Schritt wäre jetzt, extra laut wieder. Genau. Das wäre jetzt Version extra laut. Hier müssen wir das Ganze jetzt halt stopfen. Mhm. In dem Fall, ich kann es mal kurz rüberholen. Das Ganze sieht so aus. Mhm. Sieht ein bisschen aus hier wie von Autosol, das Zeug zum Felgenputzen früher, zum Polieren immer. Ne? Das ist jetzt normalerweise eigentlich auch Handschuhe dafür. Ne, ja. Es ist jetzt nicht super kratzig, das geht. Was ist das für ein Material? Was ist das das gibt es in wirklich unterschiedlichen Konstellationen, gerade im Bereich Temperaturaufnahme, also wie viel das maximal kann. Wir haben hier einen zertifizierten Stoff, weil wir bauen Abgasanlagen auch mit TÜV. Mhm. Und wir müssen nachweisen, dass dieser Schalldämpfer nach einer gewissen Laufleistung noch die Dämmwirkung hat. Dass es nicht rausbrennt. Also da kann man einfach einen guten Dämmstoff nehmen, der, ich sag mal, irgendwie 700, 800 Grad kann und dann funktioniert das. Mhm. Aber wenn man das Ganze halt richtig beim Unischalldämpfer egal, aber für TÜV-Anlagen macht, muss man auch gewährleisten, dass der Dämmstoff nach einer gewissen Laufleistung immer noch ausreichend Dämmwirkung hat. Ne? Mhm. Okay. Das heißt, eigentlich ist es wirklich nur, jetzt würdest du es stopfen und dann Deckel drauf. Richtig. Was ich schon mal gut finde, ist, dass diese Deckel
so gebaut sind, also dass man das reinsteckt und dann oben so drauf verschweißt. Genau. Weil ich weiß noch, das hatte ich früher mal, dass diese Kante dann doch irgendwann bricht. Ja. Weil es ist halt wirklich so, die äußere Hülle ist natürlich kälter als das Rohr in der Mitte. Das heißt, das Rohr wandert immer weiter auseinander. Und wenn man hier wirklich auf stoßende Kante hat, knackt die halt einfach so weg. Es reißt. Und durch diese Blechüberlappungen, die hier sind, kann das Ganze natürlich einfach so arbeiten, ohne dass es knack aufreißt. Genau, also ein Schalldämpfer reißt nicht. Das, da passiert nichts. Okay. Ja, ich weiß nicht, ob wir schon drauf eingegangen sind. Man kann natürlich jetzt das ganze Klangbild beeinflussen. Mhm. Sprich, man muss sich halt im Klaren sein, in dem Fall hier jetzt 89 mm mit, okay, hier geht es jetzt noch, das ist schon ein relativ großer Dämpfer. Wählen wir den Dämpfer jetzt generell kleiner, habe ich natürlich wenig Stoff für... Für die Wolle? Für die Wolle. Der wird niemals mehr so leise. Das heißt, wir brauchen schon einen gewissen Raum, um das Ganze runterzudämpfen. Das heißt, wenn dieser Topf funktionieren soll, muss man halt dieses Volumen haben. Man braucht das Volumen. Und natürlich das allgemeine Klangbild. Mhm. Also ein großer Topf klingt immer relativ bassig, tief. Also man muss einfach einen Einsatzzweck sehen. Wir wissen jetzt bei der Oma, es war zu klein. Die Dämpfer, wir machen sie jetzt größer, damit wir auf jeden Fall eine Ecke leiser werden. Genau. Jetzt zur Sekunde wissen wir noch gar nicht, wie viel es gebracht hat. Aber das ist tatsächlich der Dämpfer, der am Ende in die Oma reinkommt. Ja. Okay, dann lass es uns mal angehen. Steckst du das nur zusammen und dann wird es innen verschweißt oder wird das Rohr innen schon vorher? Nein, ich komme auf beide Seiten zum Schweißen, sprich ich presse das jetzt hier so ein bisschen runter, fange jetzt gleich an zu dämmen, dann gehen wir rüber an die Presse. Den Deckel muss ich ein bisschen mit Vorspannung reinpressen, Punkte und zu Schluss wird er dann einfach zugeschweißt. Ah, klingt easy. Genau, ist eigentlich auch relativ einfach. Wenn wir jetzt einen Schalldämpfer bauen, den wir als TÜV-Schalldämpfer nehmen, wo wir eine Anlage haben, zum Beispiel mit TÜV, müssen wir das Ganze abwiegen. Wir müssen ja gewährleisten, dass immer die gleiche Menge Dämmstoff dran ist. In dem Falle jetzt ein Unischalldämpfer. Ich weiß auch ungefähr, wie sich das anfühlen muss vom Stopfgrad. Fange ich jetzt im Prinzip ganz simpel an. Das heißt, da müssen dann 220 Gramm Dämmwolle rein. Genau. Kann man jetzt auch später den Topf wiegen und wenn er nur noch 200 wiegt, weiß man, dass es raus ist? Ja, schon. Das geht. Klar. Ja, ja. Auf jeden Fall. So, im Prinzip nehmen wir das jetzt, drücken das hier runter und stopfen einfach nach. Nicht so knüppelhart. Also es kommt dann, es soll ja auch ein bisschen was aufnehmen. Sprich, wenn das jetzt extrem stark gestopft ist, dann will das auch nicht so in diese Fasern halt einziehen. Ne? Und ein bisschen gleichmäßig, das Rohr ist jetzt noch nicht dolle fixiert, beziehungsweise gar nicht fixiert. Ja, ist halt so ein bisschen auch wie so ein Fahrwerk beim Auto, ne? Was ja auch so diese Schwingungen aufnehmen soll. Genau. Wenn das zu hart ist, nimmt es halt auch nichts mehr auf. Richtig, genau so ist es. Und jetzt ist das eigentlich nur ein sauberes Zwischenstecken. Und mit Gefühl runterdrücken. Gar nicht so super dolle. Und das machen wir jetzt im Prinzip so Schicht für Schicht. Ne? Mhm. Hier ist es jetzt ein bisschen schwierig, weil mit diesem fetten Rohr hier in der Mitte. Ja, ja klar, das ist nicht mehr so der, der relativ kleinen Hülle komme ich hier an den Seiten relativ schlecht dran, aber es geht. Da kommt übrigens auch das Wort Auspuffstopfen her. Ne? Das ist halt wirklich reingestopft. Ja, ja, ja. Wie viele Töpfe habt ihr schon ungefähr gebaut? Boah. Schlecht fragen. Viele. Nein, also im Prinzip schon wirklich sehr, sehr viel. Also alles, was wir halt an Abgasanlagen machen, ich würde sagen, die Schalldämpfer bauen wir bestimmt seit 6-7 Jahren oder so schon selber. Doch, 6 Jahre bestimmt. Da geht schon ein bisschen was durch. Ne? Mhm. Und wir haben oft einfach wirklich Sonderbestellungen, ne? Wo einer irgendwie zu Hause schön schraubt und dann einfach für seine Anwendung keinen Topf findet. Ja, ja. Und er schreibt uns, was er gerne hätte und dann bauen wir los. Ja. Genau. Kann man so einen Topf auch wieder aufmachen und wieder nachstopfen, wenn er leer ist? Ja, geht. Geht schon. Definitiv. Aber ist natürlich wahrscheinlich fast genauso viel Aufwand, wie neu zu bauen? Es geht in der Tat. Weil bist du diese Nähte und so auf. Genau, also gerade jetzt hier so ein Topf hier mit so einer Kante, die kann man halt schön runterflexen. Jetzt in der Mitte lösen. Ja. Es geht. Also, zack, Deckel ab, runterfächern sauber. Ja, ja, das geht schon. Ohne so eine Kante wäre es doof, weißt du? Mhm. Aber ansonsten ist das kein Problem eigentlich. Ich finger das jetzt trotzdem mal ohne Handschuhe an, weil es mich einfach mal interessiert, wie... Ja, ja, also ist dann doch schon ganz gut gestopft am Ende, ne? Hm? Schon. Ja, so ein bisschen Druck ist da schon. Schon voll, in Anführungsstrichen, ne? Klar. Ja, wir können ihn verpressen gehen. Yes. Du siehst, der hat jetzt hier so ein bisschen Überstand, in dem Fall das Deckblech. Das heißt, ich werde den jetzt hier hinten einmal fixieren mit einem Schweißpunkt. So.
Zack, jetzt kann er da nicht mehr weg. Jetzt schiebe ich mir das Ganze rüber. Und kann jetzt das Ganze vorsichtig reindrücken. Jetzt suche ich mir natürlich immer nah am Druckpunkt die Stelle zum Punkten. Zack, schon wieder festgeschweißt, den Stempel. Ne? So, jetzt kann ich hier wieder lösen. Und so mache ich jetzt eigentlich einmal kurz die Runde. Das ist ja überall schön das, plan. Genau, drück das gleichmäßig runter. Genau, wieder ein Punkt. In dem Falle jetzt schon fertig gepunktet, in dem Falle. Auf der Seite jetzt schon auf Länge. Sprich, wir müssen jetzt hier das Ganze ein bisschen anschweißen. Es muss gar nicht unbedingt durchgeschweißt sein. Hier kommt das Rohr dann ja drauf gestülpt. Hier die Außennaht machen und das Ganze halt auf beiden Seiten. Ja. Und dann haben wir eigentlich schon den Schaltimper fertig. Das heißt, hier wird einfach runtergefächert, genau, dass es auf dem gleichen Maß ist. Richtig. Auch nur ein paar Punkte außenrum verschweißt. Genau. Das ist jetzt einfach nur, wenn man das Ganze jetzt am Auto anpassen möchte, dass wir hier schön gerade sind, ohne Großspalt. Ne? Hört man schon, ne? Ja. Also man hört halt schon, wie es Hallo leiser wird. Ja. Aber man sieht halt auch, es ist halt auch nicht so viel Schalldämpfer. Ne? Also es ist kleines Gehäuse, großes Rohr. Ja, mehr passt halt nicht unter das Auto. Ne? Dafür ist der Endschalldämpfer dann halt relativ groß. Ne? Ja, Benni, ich würde sagen, vielen, vielen Dank für dieses Schalldämpfererlebnis. Ja. Ihr kriegt jetzt noch ein, zwei Aufnahmen vom Schweißen. Und dann kommt dieser Topf unter den Obergolf. Und ich hoffe, wir haben euch wieder ein bisschen schlauer gemacht. Und ihr träumt jetzt alle schön von einem Schalldämpfer. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.